Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Software Hardware 24, heute im Namen von softwareandhardware.de. Wir haben heute wieder ein Notebook, seht ihr hier ja. Das ist das Acer Aspire V3 571G. Wir haben es gekauft, weil es eine unglaublich gute Ausstattung hat. Ganz besonders der Prozessor, der i7, ist super, super stark und deswegen haben wir ihn erstmal gekauft. Zu den technischen Daten. Also ein i7 ist mit drin, normal taktet er auf 2,2 GHz, kann aber hochgehen durch Turbo Boost bis 3,2 GHz, was eine ganze Menge ist. Das macht er davon abhängig, wie viel Last er im System hat. Mit dabei sind 4 GB Arbeitsspeicher, eine GeForce GT 630M mit VRAM 1 GB, heißt, ist eine dedizierte Grafikkarte, eine fest eingebaute und nicht nur vom Prozessor. Vom Prozessor, die Grafikkarte ist ebenfalls noch mit dabei, das ist die HD 4000, die ist mit onboard bei dem i7. Eine 500 GB Festplatte, die läuft leider nur mit 5400 Umdrehungen. Wer noch ein bisschen mehr Power haben will, müsste sich dann eine SSD einbauen, die ja auch immer günstiger werden. Ansonsten haben wir WLAN, die ganzen neuen WLAN-Module, dann Gigabit LAN, Bluetooth 4.0, 2 USB, 2.0 und ein 3.0, HDMI und Windows 8 ist mit dabei, was ziemlich cool ist. Wir haben euch ja schon den G6 vorgestellt, der hatte ja auch ein i7 mit an Bord, auch 6 GB Arbeitsspeicher, aber eben kein Windows 8, beziehungsweise überhaupt kein Betriebssystem und das ist hier mit dabei. Ja, jetzt wollen wir den mal auspacken und dafür kommt ihr aber wieder ein bisschen näher ran, dass ihr zuschauen könnt. Ja, packen wir das Ganze einmal aus, einmal das Siegel hier aufschneiden und dann kommen wir schon an alles ran. Müssen wir uns noch einmal wenden. So, was uns als erstes entgegenfällt, ist wieder dieses Starter-Kit. Wie benutze ich den? Was mache ich als erstes? Von wegen Akku rein und so weiter. Also eine kleine Übersicht. Dann kommt schon der Laptop, da kommen wir gleich zu. So, und was haben wir hier alles so Schönes? Acer, das ist irgendein anderer Quatsch. So, das hier ist die ganze Anleitung. Sieht man ganz gut. Und jetzt gehen wir weiter. So, Stromkabel. Und Stromkabel, nichts Besonderes, kennt ihr alle. Und der große Akku. Der Akku ist recht groß, sieht man ja auch hier, also der hat eine ordentliche Größe. Sollte bis zu 5 Stunden ungefähr halten, was eine gute Zeit ist für so ein Notebook. Und jo, packen wir das alles mal zur Seite und kommen jetzt zum Notebook, warum ihr wahrscheinlich auch gerade das Video schaut. Einmal die Seiten befreien. Zack. Und da ist das gute Stück. Ja, groß hier oben erstmal Acer drauf. Und man wird erschlagen von vielen Dingen. Also erstmal hier diese Schutzfolie für die Tastatur. Dann haben wir hier irgendeinen anderen Quark. So, und hier haben wir schon das Notebook. Also gehen wir mal drauf ein. Hier vorne sehen wir erstmal wieder die Tech-Specs, genauso wie hier. i7, hier ist die dedizierte Grafikkarte und so weiter und so fort. Ja, wir haben hier einen Nummernblock. Was natürlich sehr schön ist, bei Eingaben, viele haben es ja nicht mehr, die Billig-Notebooks. Das hier ist ja kein Billig-Notebook mehr, deswegen hat das auch. Das ganze Outfit ist erstmal super, super cool. Also sieht ganz anders aus, als wenn man sich so ein 300-Euro-Notebook holt. Wir haben hier die Lautsprecher versteckt, die auch sehr gut sein sollen. Und ja, ansonsten die Tasten. Hier ist ein bisschen Schmutz drauf, aber das kann ja mal passieren bei der Herstellung. Und jo, hier oben haben wir noch eine kleine Webcam drin, sieht man vielleicht. Und ansonsten kann man ja dafür nicht viel sagen. Also ist auch ein spiegelndes Display, sieht man ganz stark. Hat den einen Vorteil, dass die Farben ein bisschen kräftiger rüberkommen. Der andere Nachteil ist halt, dass es spiegelt. Wenn man draußen arbeitet oder so, ist es halt schon ein bisschen nervig. Für drinnen ist es aber top, weil die Bilder halt farbintensiver rüberkommen. Ja, fangen wir mal mit der einen Seite an, was wir hier so für Anschlüsse haben.
Das sind beides USB 2.0 Ports, also die alten Standard. Daneben ist das DVD-Brenner und Laufwerk. Und daneben ist dann noch so ein Anschluss, wo man das ganze Gerät mit anschließen kann. Brauchen die meisten eigentlich nicht. Ganz vorne haben wir hier den SD-Kartenreader oder den Kartenreader allgemein, was sehr schön ist natürlich. Und LED-Anzeigen. Na. Und LED-Anzeigen für Batterie, Festplatte, Wireless LAN und so weiter. Gut, gehen wir auf die andere Seite rüber und hier ist ein bisschen mehr zu sehen. Hier haben wir einmal Kopfhörer und Mikrofon. Daneben ist der 3.0-Eingang, der super, super schnell ist. Daneben ist HDMI und VGA, heißt einmal analog und einmal Digitalausgang. Ja, und hier ist noch einmal der Gigabit-LAN und da steckt man dann das Netzteil ein. Hinten ist nichts. So, jetzt starten wir das Gerät zum ersten Mal. Gerade haben wir den Akku mal eben eingelegt und schauen mal, was jetzt passiert. Vorinstalliert ist ja Windows 8. Man hört gleich den Lüfter einmal hochfahren. Hat sich aber recht schnell wieder gefangen. Das erste Mal hochfahren dauert immer ein bisschen länger. Wir müssen gleich ein bisschen was vorkonfigurieren, aber wir wollen uns das Ganze mal anschauen, wie es ausgeliefert wird. Die Treiber und so, das ist natürlich super klasse, wenn man was mit Windows gleich kauft, sind mit vorinstalliert. Heißt, wir haben keine Action mehr, von wegen wir brauchen für irgendwas irgendeinen Treiber. Also sehr unkompliziert für Leute, die sich nicht so gut mit Betriebssystemen und Treibern auskennen. Die Festplatte hört man ganz leise rascheln. Ist ja noch das einzige mechanische Teil, was dauerhaft läuft, außer das Laufwerk natürlich, was auch immer läuft. Aber die Festplatte läuft ja nun mal immer. Ja, hört man ganz leise so ein ganz kleines Rascheln. Ja, wir haben das System jetzt hochgefahren. Ging ziemlich schnell. Ich glaube insgesamt irgendwie 3-4 Minuten. Angegeben, welchen Name, welcher Benutzer, ob wir ein Passwort wollen, wollten wir nur nicht. Dann konnten wir das Wireless LAN gleich, also den Key gleich eingeben. Und dann waren wir schon im System. Ja, jetzt haben wir mal eben die Systemsteuerung und das System geöffnet und da ist ja der Leistungsindex. Und da sehen wir jetzt, dass er 4,9 hat. 4,9 wirkt erstmal nicht viel, aber wenn wir jetzt mal genau reingucken, der Prozessor hat 7,7. Das ist unfassbar gut für ein Notebook, muss man einfach so sagen. Ich habe eigentlich gedacht, dass durch die Festplatte das ein bisschen, dass das der Flaschenhals ist, aber hier ist es die Desktop-Grafik, was auch nicht wirklich ja, verwerflich ist. Dafür müssen wir ja nicht so unfassbar gute Grafik haben. Dafür haben wir in Spielen aber eine recht gute Grafik. Dadurch hat er auch einige Punkte mehr dort. Und die Festplatte mit ihren 5400 Umdrehungen ist auch nicht langsam, laut Leistungsindex. Wer das System an sich schneller haben möchte, muss auf eine SSD umziehen. Das Ganze ist super einfach gemacht. Hinten einmal ein paar Schrauben öffnen, zack, zack, Festplatte raus, SSD rein, fertig. Kann man bei Notebooks-Beleger auch gleich mitbestellen. Mit Anleitung. Ja, zu dem PC an sich. Wir haben ihn von Notebooks billiger, günstiger Preis. Liegt um die 550, ein bisschen drüber, glaube ich. Preismäßig sind wir da auf dem gleichen Stand wie der G6, den wir auch schon vorgestellt haben. Hier haben wir eben Windows 8, dafür 2 GB weniger Arbeitsspeicher. Aber hier haben wir eine GeForce-Grafikkarte, wo wir keine Treiberprobleme haben, im Gegensatz zum G6. Ja, was mir oder uns ganz besonders gut gefallen hat, ist die Grafikkarte, die ist super stark. Der Prozessor und die Tastatur, was zusammen wirklich gut wirkt und ja, einfach gut ist. Spiele können damit auch definitiv gezockt werden, dafür ist es auch da. Also Far Cry 2 und so weiter und so fort laufen absolut flüssig, auch auf guten Einstellungen. Da haben wir immer noch gute 60 FPS. Und ja, auch für Einsteiger ist das Ding wirklich gut. Es sieht absolut schick aus, haben wir beide eben gesagt. Also von der Aufmachung her, das sieht wirklich klasse aus. Hat sehr viele Raffinessen mit drin, die neueste Technik, ist schnell und so weiter. Und zum günstigen Preis, also knapp über 500 Euro für ein Notebook, was man wirklich jahrelang benutzen kann, ist einfach top. Ihr findet alles Weitere auf unserem Artikel auf softwareandhardware.de. Diesen Artikel werden wir euch natürlich auch verlinken unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr gerade auf der Webseite seid und euch da das Video anschaut, findet ihr den Link auch hier unten. Ja,
Und damit stellt sich auch eigentlich nur noch eine Frage.